Moin Moin, mein Name ist Hannes Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Zug 31. Und der ist heile. Der müsste erstmal reparieren und könnte. Der hat ein Schiff verloren. Ich habe ein Schiff verloren bei der letzten Schlacht. Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Komm, machen wir mal. Hier gehen wir mal das ganze Geld aus. Was soll der Geiz? Wir können den Punkt mal freischalten. Und es sind nur drei. Oh, kommen wir noch hin. Eins. Zwei. Und drei. Und das sollte dann eine Überzahl sein, oder? Hm. Aber wir müssen anders denken. Wir kommen ja nur mit 825 Mann rein. Und die haben auch 16. Das heißt, wir sind nicht in Überzahl. Wir sind in dem Augenblick ja gleichmäßig. Ah, scheiße, muss ich doch die Schlacht kämpfen. Verdammt! Ich dachte, ich kann Autoschlacht machen. Verdammt! Schiffe haben am Heck keine Bewaffnung. Also passen Sie auf, dass Sie nicht umzingelt werden. Stimmt, wie bei einem Panzer quasi. Wo komme ich da nie? Habe ich da aber so bestimmt schon gespielt, ne? Aber ich habe nie gezielt auf den Hintern geschossen. Aber könnte man so einfach easy peasy die Triebwerke ausschalten. So, was haben wir dabei? Wir haben Standardmist, Kettenblitz, Scarabeus, der ist wichtig. Der ist wichtig. So, und dann erstmal hier, ne? Hallo? Bereit? Ja, die Station nehmen wir nicht. Ja, komm. Wir gehen hier erstmal alte Taktik. Weit von den Stationspunkten weg. Wollten wir ganz schnell nochmal an den Asteroidenfeld vorbei. Nicht, dass wir da durchfliegen und auch noch Schaden nehmen. Wir werden beschossen. Wo sind wir? Ah, wir können nicht scannen, ne? Dreckige Eldari. Los, einmal noch. Der mag das. Komm. Haut da nochmal drauf. Oh, das war ein schöner Schuss. Waffe zerstört? Warte mal, einer hatte doch hier Kugel der Wiederbelebung. Ne, das war's nicht. Schade. Einmal Jäger reicht. Ah, sind keine Jäger. Genau, dann schießen wir auf das Heck da. Ich habe noch mal eine Idee. Ah, dann komm. Feuer. Ja, genau. Nee, ist doof. Geh du mal nochmal. Ach, scheiße. Verdammt. Verdammt. Mein Plan hat absolut nicht hingehauen. Ich wollte Kettenblitz machen, weil ich habe Angst, dass es ein Schiff dazwischen war. Es hat bestimmt keinen Spaß gemacht. Wir brauchen bald einen Scarabeus-Schwarm. Und wir müssen nah ran, um in den Nahkampf zu kommen. Auf den Feuer. Power to motive units.
Nahkampf, Nahkampf. Hallo. Los, 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 los. Ah, schön. Schöner Kettenblitz. No, der muss erstmal hier sich um den Nahkampf kümmern. Ihr müsst hinterher. Brauch dich auch gleich hier hinten. Ready to serve. Target locked. So, du hast keinen Kampf mehr, Feuer frei. What is your command? Mach jetzt einfach mal Skarabäus-Schwarm, damit die Leute sich ein bisschen heilen. So, Frontbewaffnung ändern. Und ihr bleibt erstmal schön zusammen. Kugel der Wiederbelebung. Na los, töten, töten, töten. Kommt. Na gut, weg ist weg. Ich würde erstmal hierhin fliegen wollen. Weil ich glaube, dass... Was ein Mega-Asteroidenfeld, ne? Energy to recoalesce. Und gleich dahinter. Kann sein, dass die ja noch Verstärkung haben, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt alles war von denen. Sagen wir fliegen bis hierhin. Wenn wir bis hier keinen Feindkontakt haben, dann holen wir uns dann halt diese Verteidigungsplattform. Ja, sieht gut aus. Dann sag ich mal, ne? Aber sieht ein bisschen anders aus, die Verteidigungsplattform. Und cool aus mit dieser Kanone oben. Besser als von einem Imperialen. Also ich müsste mir den Imperial nochmal genau angucken. Aber ich sage jetzt einmal, die Eldari Waffenplattform gefallen mir. Hier sieht man so ein bisschen... So. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, einfach mal näher ranzukommen. Alleine für... Scarabios Action. Ja. Und zwei Schiffe will ich erstmal haben für Kettenblitz. Du bist es nicht. Ihr könnt auch erstmal alle seitlich schießen. Wer macht den Kettenblitz? Du. Das heißt, dich hätte ich jetzt gern mal hier. Und Mr. Kettenblitz hätte ich gerne hier. Ach, das geht schon falsch. Ah. Ach, Kacke, doof geflogen. Dann sage ich mal Skarabäus-Schwarm und der Typ kommt dahin. So, damit auch ja alle was davon haben. Da stehen noch ein paar Leute drauf.
dann würde ich trotzdem sagen, dass wir da auf den weiterschießen. Okay, dann auf den nächsten, dann können wir ja alle drauf. So ein bisschen Skarabeus-Schwarm. Wobei hier gerade das Schild unten ist. Genau, Feuer frei. Boah, ich behaupte mal, die haben keine Chance. Obwohl, erstmal auf den da, genau. Yes, my liege. Dann haben wir eine Runde gegengeflogen gerade eben, ne? So, haben wir das auch. Chaos hat einfach keine Chance. Ah, nee, ist von Eldari. Ja, im letzten Video hat mir ja sehr viele Chaos-Schiffe platt gemacht. Gedanklich war ich da noch bei den Chaos-Schiffen. Ja. Flotten des Imperiums und Chaos bestehen aus einer großen Anzahl ausbalancierter Schiffe, womit sie für Einsteiger gut geeignet sind. Ah, einer hat überlebt. Soll er nach Hause fliegen, ist mir egal. So, ich glaube, den haben wir jetzt hier. Den Sektor haben wir komplett befriedet, würde ich jetzt mal so behaupten. Hier kommt nächste Runde das Chaos. Kann ich hier was ausbauen? Nö. 700 Punkte Chaos. Und dann könnte man den Punkt angreifen, wenn man keinen großen Schaden nehmen. Mal gucken. Und da kommen sie. 778. Was haben wir da? Night Lords. Und die Death Guard. Oh, ich liebe die Death Guard. Solche Marines sind einfach geil. Escortschiffe. Ah, solche Marines. Da gibt es auch immer von. Da gab es von GW so eine tolle Farbe. Habe ich hier noch eine Schublade? Da kann man so richtig ekel Schnodder machen. Sieht cool aus bei den Figuren dann. Die brauchen das auch. Die Death Guard, die müssen schön Rotz-Schnodder haben. Die Gedärme müssen rausgucken. So, das ist ganz gut. Wir müssen einfach zu unserer Verteidigungsplattform. So, ihr beide, ne? Ihr seid die zwei. Und ihr macht beide. Okay, ihr könnt es noch nicht. Kannst noch nicht einschalten. So. Ihr seid die 1. Du willst eigentlich auch die 1 sein. Ne? Ihr seid die 1. Gut. Und Pause. Aha. Ich hätte dich gerne hier. Schleichfahrt. Ich hätte dich gerne hier. Schleichfahrt. Und die 1 hätte ich gerne so schnell wie möglich hier. I serve your glory. Ne, ich glaube, die 1, er kann ja nicht so schnell, ne? Wir haben 5 Signale. Können die. Ready to serve. Bisschen vorspringen. Weil wir wollen das Schlachtfeld da haben. Bei unserer Waffenplattform. Die machen Spaß.
So, du hast einen transdimensionalen Scheißblitz. Aber wenigstens etwas, weil der hat hier gar nichts. Technisch. Können wir Abfangjäger dahin schicken? Die Jackal nutze ich erstmal nur zum Aufdecken. Seitlich, falls sie irgendwie nach links oder rechts fliegen. Wohl sind da keine Eldari. Die Eldari sind eigentlich so nervig. So, ihr dürft alle... Naja, zumindest die 1. Ihr dürft frei frontal schießen. Die 2 schießt auch nur frontal, aber... Wo ist mein anderer Jackal? Okay. Feuer frei. Na komm, scan mal. Und du kannst dir mal ein bisschen beschäftigen. Weiter. Seitlich schießen und haut den Platter. Ah, dieses Schiff muss doch mal verrecken. Hammer. Transdimensionaler Blitz ist noch bereit. So. Für den transdimensionalen Blitz muss er noch weiter. Ah, oh, da sind die riesigen großen Pötte. Das ist natürlich unschön. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier auf die kleineren Jagd. Wobei er kann noch ein bisschen weiter ran. Ah, nein, 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 nein. Ah, scheiße. Stasis. Aber erstmal auf die Kleiner. Und auf den nächsten. Ich habe den nur gemacht, damit er sich ein bisschen nicht so bewegen kann und er einfach geärgert wird. Hallo, bitte auf den da. Warum hält das so lange aus, verdammt? Komm mal nicht so weit weg. Gut, den haben wir auch. Jetzt müssen wir mal wissen hier. Mann, Skarabäus sparen dabei. Ich kann ja auch die Station heilen, haben wir nicht. Dann müssen wir jetzt mal an die großen Pötte ran. Lust habe ich zwar keine, aber hilft ja nichts. Bleib mal hier. Oh, da kommt auch noch ein großer Pott. Weiß nicht, was ich gegen die großen Pötte anrichten soll.
dauert zu lange hier irgendwie. Nee, dann komm mal weg. Du lebst da nicht lange. Schön müssen festhalten, einfach nur zum Nerven. Hier und auch die Triebwerke vielleicht. Es dauert nicht zu lange. Wir beißen uns echt die Zähne aus von den riesigen Chaos-Schiffen. Obwohl, du kannst erstmal weg. Alter Schwede. Das muss da jetzt mal sterben, verdammt. Wenn nicht, egal. Ihr beide jetzt, kommt mal her auf den da. Der reicht mir jetzt. Der braucht jetzt Futter. So, der nächste, Randa. Und auch du, Randa. What is your command? I serve your glory. Boah, der Blitz geht mal voll durch. Das war mal gut. Und dann gleich wieder ran. Oh, die haben ihn genervt. Das ist gut. Du hast aber hier den Rückzug verdient. So. Alle Schiffe. Frontbewaffnung. Feuer. Also die Chaos, Entschuldigung, ich bin ganz im Mikro gekommen. Die Chaos-Schiffe, die halten echt viel aus. Finde ich. Also da beiße ich mir so ein bisschen die Zähne raus. Aber die Necron-Waffen, wenn ich das so sehe, die gehen durch den Schild, ne? Ich würde das jetzt auch nochmal machen, seitlich. Und rüber. Yes, Scarabeus Power. Ich
finde das fies. Schön in den Nahkampf gehen hier. Geil. Hier noch einen transdimensionalen Scheißhaufen. Jo. Oh, oh, oh. Der war knapp, der war knapp. Der hätte fast noch mit Schiff von mir erwischt. Also, Hinbeam, Skarabeus-Schwarm, seine Impulswaffe, was das da war, das haut rein, das haut rein. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, eine Minute maximal, und dann kann man wieder rausspringen oder vielleicht eine Einheit draußen lassen, Massenrücksprung. Das ist einfach, das gefällt mir. Ich finde die Waffen, ich finde es cool, dass sie zwar die Schilde zum Teil ignorieren, also sieht so aus, aber es könnte noch mehr Power sein dahinter, ne? So, die Eldari brauchen ja noch 3 Runden, bis sie da sind, dann können wir nämlich einen anderen Sektor nämlich platt machen, oder auch nicht. Aha. Scheiße. Ach, das interessiert mich da nicht. Eine Agrippina, da sind wir doch noch nicht. Da kommt alles. Da kriegst du echt das Kotzen, ne? 2 Runden. 2 Züge. Dann haben wir in 2 Zügen komplett. Nö, das mache ich nicht mit. Das sehe ich nicht ein. Gib den Sektor auf. Oder kann ich ihn noch verbessern? Nee. 6 Flotten haben wir. Quasi in Dauerbetrieb. Und hier kriegen wir nur 1000 Punkte rein. Wenn der raus ist, dann können wir das ja auch angreifen. Hm. Aber hier kriegen wir schon mal die Mission. Wenn wir den haben, der Eroberer. Unter unserer Kontrolle. Dann haben wir ja schon mal echt Puffer. Dann geht das schon wieder runter. Ich überlege nur, welche Einheit ich da rein bewege. Aber ihn schon mal nicht. Eigentlich könnte man die noch alleine drin lassen. Mit den Waffenplattformen, das dürfte gehen. Gut, dann nochmal eine Runde Chaos. Oder ich sag's mal so. Ich mache jetzt nochmal einen Kaffee. Und ihr müsst euch noch gedulden, den Skelos-Sektor oder das System erstmal nur erobern wir erstmal nächstes Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.